zurück zu Battlefield Hardline. Wir machen heute weiter. Kann man nicht hoch? Nee. Schauen wir nicht. Jetzt gibt's doch nicht immer mal einen, einen Durchgang oder so. Jetzt nur safe da rein. Wahrscheinlich über die Steine, oder? Natürlich. Haben Sie die noch nie schon gehabt? Den auch noch nicht. Hey, Manny sagte, du hast was gehört. Pass mal auf. So, dann gehen wir da mal rein. Und machen mal. Frage ist. Da ist ein Lautsprecher. Da vorne wäre der Strom. Die Frage ist, kriege ich den ohne weiteres ausgeschaltet? Jetzt bei denen gerade. Duke ist weg, ergo kann ich die Chance jetzt gerade. Weg sind sie. Das heißt, er kann jetzt mal nichts mehr machen. So, dann nehmen wir mal hier wieder hier hinter, weil jetzt müssen wir ein bisschen Taktik vorgehen. Taktisch vorgehen. Die Frage ist. Im Idealfall natürlich alle verhaften. So, jetzt stellen wir uns da hin. Warten wir einen kleinen Moment. Das Problem ist einfach, dass da jetzt keiner mehr kommt. Hände hoch! So, der ist weg. Gut. Gut. Das wird jetzt ein bisschen anders vorgehen. Wir werden jetzt nicht mehr. Ich werde jetzt so weit wie möglich nicht auf dieses Haut drauf gehen, sondern wir werden Step by Step uns die Leute wegholen. Ich hoffe es zumindest, dass wir es hinkriegen. Gut. Das würde wahrscheinlich eh nicht funktionieren, wie ich mich kenne. Einfach, dass ich natürlich keinen Schalter habe. Da steht jeder und davor steht auch einer. Das heißt, wenn ich den wegnatze, steht der andere davor. Das wird nicht passen. Das wird nicht passen. Ist er denn? Ja, ist gut. Jetzt kriegst du beide weg. Machen wir es mal so. Das ist total toll. Fuck, was jetzt? Was war das? Du sollst eigentlich nicht da. Okay, ganz ruhig. Hey, was? Halt einfach die Klappe. Super, dass der nicht geschossen hat. Erledigt. So, Festnahme. So, der ist weg. Halt! Was ist hier los? So, halten. Halt! Die...
auch. So. Das Problem ist einfach. Verbindung zu Boomer. Alles klar. So. Na also. Ausrüstung perfekt. Ach, Gott sei Dank. So, die Tech ist das. Ne, die Mac. Perfekt. So, jetzt gucke ich gerade, dass ich meine eigene Waffe habe. Ich wollte ja nicht die AKM, sondern die hier, ne? Mal. Präzision. Perfekt. Panzerung. Und das wäre meine Ausrüstung. Okay, nichts mehr weg hier. So, jetzt muss ich hier gucken, dass ich zum Auto gelange. Die Frage ist, wo steht denn der? Steht da oben. Gut, wir haben bis jetzt noch keine Gegner alarmiert. Das heißt, wir gehen da rein, wo wir da rausgegangen sind. So, ich jetzt Scanner. Jetzt steckt der Scanner an, ne? Mit dem hier. So, Boomer-Dossier. Albert hat eine Behördenakte über dich. Was? Was steht drin? Sie ist sehr ausführlich. Super. Wir haben noch. Wie viel haben wir noch insgesamt? Jetzt haben wir noch 4. Für Gegner haben wir noch 3. Also, das war... Gut. Ich befürchte, dass ich mich jetzt übernehme. Aber ich werde mir die 3 noch holen. Dann kann ich mich in aller Seelenruhe mal hier umgucken. Hey! So. Da. Was jetzt? Keine Bewegung! Das war auch der letzte. Das wäre der letzte gewesen. Dann hätte ich sie alle gehabt. Aber ist egal. Wir haben jetzt Ruhe. Wir haben die Aufgabe gelöst. Die brauche ich nicht.
gucken. Wir haben insgesamt gibt es ja noch einige. Warte mal, hier muss aber noch ein Beweis liegen. Hier drin oder was? Perfekt. Ein Hotshot-Labor. Elberts Leute haben die ganze Zeit schon Hotshot produziert. Ah, ja, das erklärt einiges. Gut, gefunden. Weiter. Da lang müssen wir. So. Laufen und untersuchen Wohnwagenpark. Zur Frage ist. So. Also hier in dem Eck hier drin sein. Oder was? Risse. Ich hätte gedacht, dass ich da noch was finde. Der sagt ja, hier 2 Meter, so muss ja. Oder ist das Ding oben drauf? Natürlich. Perfekt. Nummer 4, ein Verhörraum. Meine Fresse, die sind krank. Nick, wir müssen hier raus. Ja. Perfekt. Das ist das nächste Teil. Ein Handy. Agent Barnes kam auf der Suche nach Boomer hierher. Also auf der Suche nach mir. Hinter mir war die Armee her, das FBI und das LAPD. Aber die ATF? Das wäre mir neu. Gut. Dann haben wir das auch weg. Und es fehlt nur noch ein einziger Beweis und dann haben wir den Wohnwagenpark final abgeschlossen und können uns dann quasi mehr oder weniger hier verpissen. Sehr geil. Ja, manchmal lohnt sich das doch nochmal hier hochzugehen. Was haben wir denn hier? Oh, weiß ich. So, jetzt müssen wir kurz gucken, wo der lang muss. Wir haben ja Ruhe. Wir haben ja nichts mehr jetzt weiter zu verbergen. So, warte mal. Da lang, geradeaus. Das muss hier da lang sein. Warte mal, hier ist noch mehr, oder was? Das ist hier der letzte Beweis. Wo? Wofür sind diese Pläne? Was sind Pläne? In dem Wohnwagen dort oder was? Warte mal, wo muss doch irgendwas sein? Da ist was drin. Schau mal. Da. Dann hätten wir das auch abgeschlossen. Eine Bombenblaupause. Die wollen was in die Luft jagen.
Fuck, ich hatte mir andere Hilfe erhofft. Gut, dann haben wir das auch weg. Dann war jetzt fast F auch weg. Also, so, okay, ab zum Auto zurück. Wir sind nämlich durch. Jungs, hier rüber, los. Na los, schnell einsteigen. Was willst du denn schon wieder? Das war so nicht jemand verraten. Hey, was ist hier eigentlich los? Bereiten die sich hier alle schon auf ihre eigene Apokalypse vor, oder wie? Ja, Tony ist durchgeknallt. Ach was. Wozu braucht ihr überhaupt einen Safe-Knacker-Roboter? Um was zu klauen? Na, immerhin dient es einem wohltätigen Zweck. Rüber zum Flugplatz, da ist der Brecher. Also nicht weiter schlimm, aber... Klar bin ich sicher. Da lagert Tony seinen ganzen Kram. Fahr einfach. Okay, eine Sache verstehe ich nicht. Ach ja? Es gibt einiges, was ich nicht verstehe. Hörst du mir zu? Tony, warum hast du deinem Dad das erlaubt? Ich dachte, Nick wäre einer deiner Arschlochfreunde. Aber in Wahrheit ist er ein Kopf, was irgendwie noch schlimmer ist. Aber egal. Ja, ja. Du weißt, dass du jetzt mit uns kommst, oder? Ist das so? Scheiße! Oh, Scheiße. Boomer! Ich könnte euch auch an diesen Stoddard-Typen übergeben und mir 250.000 Scheine verdienen. Was soll denn das jetzt? Mann, ich verarsche euch doch nur, Jungs. Du hast sie doch nicht, Alter. Die ist nicht mal geladen. Aber wie? Ich will nicht! Alter Verwalter, ich hörte nur noch Zapfsäulen. Sind alle okay? Tony ist verletzt! Was es da so gibt, das sehen wir uns in der nächsten Folge an.